Hallo und herzlich willkommen. Ein bisschen andere Anmod, nicht ganz so fröhlich heute, denn inzwischen ist es ein Jahr her, dass kein Blog von uns gegangen ist und aufgrund dessen gibt es heute ein kleines Special hier von uns. Eigentlich ist heute auch gar kein Cops vs. Racer Tag, wir spielen trotzdem Cops vs. Racer. Ihr habt es im Titel schon gesehen, in der Hoonigan Special Edition. Und mit mir spielen das Ganze heute Carplayer, Jantendo, Letni, Max Jager, Mezzo, Perücke Golf, Pervika, Scott und Falken. Hallo an euch. Servus. Hallo. 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 Und dazu fahren wir natürlich auch alle Hoonigan-Fahrzeuge. Und ich würde sagen, da fangen wir einfach mal an mit der Vorstellung, wer sitzt denn in dem ersten Fahrzeug drin? Oh, das ist der Mezzo im Hoonigan Escort RS 1800. Ja, im Ford Hoonigan Truck sitze ich, der Spatboy. Und Chef Hunigen Chevrolet Napalm Nova sitzt Max Jager. So, und jetzt dürfte euch aufgefallen sein, eigentlich sind das Fahrzeuge, die für Mulege viel zu stark sind. Und deswegen würde ich sagen, schwenken wir mal zu den Cops rüber. Der Bronco ist noch ganz normal. Lambo, noch ein Lambo, nur Camaros. Und der Presi natürlich. Im Black Series. Ja, jetzt seht ihr auch hier, ist die Cop-Aufstellung auch nicht ganz normal und heute ist auch gar nichts ganz normal, denn auch die Tunings von den Cops sind nicht ganz normal. Okay, der Lambo hat das ganz normale Tuning drauf auf 855, aber die Camaro hat ein Tuning mit 861 drauf und auch der Bronco hat ein anderes Tuning drauf, der hat 829, wenn ich mich hier gerade nicht ganz verirre. So in dem Dreh auf jeden Fall. Ja, ich bin mir mit dem LI noch nicht ganz so fest, denn eigentlich stammen diese Fahrzeuge aus einem neuen Format. Und ja, das ist ein Format, da haben wir alle gedacht, dass wir das niemals spielen können werden hier in Forza Horizon 5 oder irgendwas in der Art hier überhaupt mal klappen wird. Als ich die Idee zu dem Format hatte, ja, hab ich nur zu hören bekommen, du bist doch bekloppt. Aber wir haben es versucht, wir haben es hingekriegt. Wer den Jahresrückblick gesehen hat, der hat da auch schon einen kleinen Teaser gesehen. Jetzt seht ihr die Autos dazu nochmal performen. Und am nächsten Sonntag, da ist vorbei mit dem Warten, da könnt ihr dann das neue Format in Gänze sehen. Und von daher würde ich sagen, quatschen wir auch gar nicht lange, sondern starten jetzt hier endlich mal in die Runde rein. Also. Ja, okay. Ja, der neben Der in hat seinem Donuts auf der Driftcar. Ladefläche. So, da sind noch ein paar schöne Donuts gedreht. So wie sich's gehört, für diese Aufnahme zumindest. Also, ich möchte eine Kamera im Festival und Umgehungsstraße. Mag ich. Und so ein bisschen Strand. Also halt so dieses Gebiet auch bei der Strandstraße durch. Ein Lambo macht Strandstraße Autobahn. Ein Lambo macht Flugplatzstraße und ein Lambo macht Serpentinstraße und die andere Camaro fährt in Mulege und bis zum Staudamm raus und der Bronco macht Bronco-Sache. Ich mach Flugplatz. Ich mach Strandstraße, Autobahn. Hat wer einen Timer? Ja, wir haben 4 Sekunden. 3, 2, 1, los! Dann viel Glück. René fährt bestimmt in der Dirt im Westen. Mal da nachschauen. Und ich fahre auf den Flugplatz und schau gleich den gestrichelten nach. Da fährt er mir so immer. Dann ziehe ich sonst kurz über die große Brücke rüber. Ach, ich hab René schon. Wow. Mulege Süd fährt jetzt Richtung Kirche. Treffpunkt. Dann drehen wir um, schnappen ihn uns und dann geht's los. Kirche, also Startpunkt. Ja, jetzt Startpunkt. Welche Er Seite, dreht, außen er oder dreht. unten? Er dreht, fährt wieder zurück. Richtung Staudamm, um den Startpunkt zurück.
Richtung Staudamm. Da kommt was. Ja, da ist er. Na, angreifen dürft ihr den. Ja, festsetzen, festsetzen. Ja, 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 ja. Ja, ja. So doll, eins, so zwei. Ah, ja, der große bei mir. Ja, große. Ist das ja aus. Wunderbar. Das ging ja schnell. Ja. Ja. So geht's auch. Jetzt. Dann. Gut, dann. Scramble. Ich hab leider Gottes so ein bisschen verpennt, wo die Lambos hin sollen. Flugplatzstraße, Strandstraße, Autobahn und Serpentinstraße. Ich mach Strandstraße, Autobahn, hat ja schon gesagt. Flugplatz. Ich wollte vom Treffpunkt einfach zwischendurch wegfahren und da kam man angeschossen. Ja. Perfekt. Ich habe den Escort. Escort Strandstraße Richtung Umgehungsstraße. Ich muss aber wenden. Du hast dein Ziel. Wenn jemand von Umgehungsstraße fahren kann, wäre gut. Ich bin jetzt große Brücke. Ich komm mal vom Festival. Ich fahre gleich geradeaus über den Berg. Ist der die Umgehung gefahren? Ich habe keine Ahnung. Ich musste wenden. Ich werde es rausfinden. Nein! Ja, nein, das ist ein Lambo. Da kommt er. Okay, ich sehe ihn nicht. Escort, Ausgang, Umgehungsstraße. Da ist der nochmal. Richtung Festival? Richtung Festival. Ich sehe den Escort nicht, aber ich versuche keine Ahnung, alles gut. Fährt nicht Dragstrip, fährt außen rum. Ich komme von Molege entgegen. Ich habe ein bisschen nach oben geschossen, den anderen. Ja. Festival. Fährt auf Dragstrip runter. Schön. Ghostet entweder oder zieht zum östlichsten Punkt Route durch. Ich habe René. Kannst mal dranbleiben, aber wir fokussieren uns auf den Escort. Wendet am östlichsten Punkt, fährt Festivalstraße Richtung Festival. Unter der ersten Brücke vorbei, zweite Brücke auch durch und fährt ins Festival rein. Aus Festival raus Richtung Molege. Erste Kurve Innenseite. Innenseite, jetzt gleich bei Autobahneinfahrten, fährt unter der Autobahn durch Richtung Molege weiter. Von Molege? In Molege rein, Molege Mitte. Ich wollte anbremsen, fährt das kleine S runter. Oh. Sorry, hab dich zu spät gesehen. Ja, ich bin hier. Kollege S, richtig rum Rundstrecke, richtig den hier beschäftigt. An Dirtweg vorbei. Ne, biegt ihn den Dirtweg an, Richtung Blitzerzone. Da oben. Komm mal gegen. Jetzt in der engen Kurve. Sobald du dran bist, lädt die, lasse ich wieder ab. Ja. Schön. Voll erwischt. Warte, wendet. Wow. Ich stehe vor ihm. Der kann nicht, kommt nicht weg. Oder auch nicht, fährt weiter. Wo fährt er lang? Wieder, also weiter Blitzerzone durch, aber ist halt Offroad und wird von uns im Weg. Jetzt gleich Ende Blitzerzone
und kommt wieder am unteren Ende bei der Rundstrecke raus, jetzt im Wassergraben. Lass ihn hier mal fahren. Er fährt falsch rum. Also fährt Rundstrecke falsch rum. Und am S vorbei, also unter der Brücke durch. Fährt weiter Richtung Staudamm. Ghostet durch mich durch. Ah. Jetzt auf Staudamm. Alles gut. Fährt weiter gerade hoch Richtung Flugplatzstraße. Gleich an der Kreuzung biegt ein Richtung Brücke. Brücke, Brücke runterschmeißen. Sehr gut. Hab ihn. Sehr schön. Ich gehe aber nicht mit runter. Deswegen müssen wir achtsam sein, wo er raufkommt. Komm da an der anderen Seite raus. Also bei mir. Ja. Sobald er hochkommt. Er steckt da fest. Seid ihr bei großer Brücke oder kleine Brücke? Kleine Brücke bei der Kreuzung von der Staudammer Straße zu Flugplatzstraße. Ah, okay. Er kommt nicht hoch. Dann müsst ihr eigentlich raus sein. Wenn das da vielleicht ist, nachhelfen. Noch was. Also wir können auch runtergehen und ihm helfen, aber... Ja, wir haben keinen Allrad dabei. Ja, Max Jager hat hier. Ja. Der kommt auch gerade kurz nach der Brücke von euch. Ah, dann... Halt ihn mal fest, wenn er kannst. Ich versuche ihm da zu helfen. Er ist gerade fertig hier unten rum. Okay, sehr schneller Weg. Ich komme links vorbei. Er hat's geschafft. Ja, jetzt bin ich unten. Fast von Tral. Soll ich mit dem Bronco umdrehen? Der Escort sollte jetzt raus sein. Hat der Nova sich überschlagen oder? Ne, der fährt weiter. Ich bleib am Nova dran, der Bronco kommt zurück zu euch. Ist jetzt noch wer am Escort dran? Ja. Ja. Flugplatzstraße, ne? Ja, immer noch. Hat einen Baum geküsst. Wir sind in der Blitzerzone. Ich komm euch entgegen, Vorsicht. Letten, du bist noch an René dran. Ja. War nur gestriffen. Schaut mal, dass ihr ihn irgendwo reinkriegt. Ach, schade, sorry. Alles gut. Vor ihm fahren und... Ist raus. Sehr gut. Gut. Wo bist du mit dem Nova? Der Nova kommt Richtung Staudamm zurück gerade. Aus der Hairpin raus, fährt weiter. Richtung Stau, also von Serpentinstraße. Fährt hoch, Flugplatzstraße hoch, kommt er. Staudamm Richtung Flugplatzstraße fährt er gerade hoch. Okay. Also rein theoretisch dahin, wo ihr gerade seid. Jo. Ich bin auch ein paar Meter hinter ihm, ihr könnt ihm ruhig entgegenkommen, wenn ihr es schafft. Ich bin jetzt er in der dreht, er fährt zurück Richtung Staudamm. Ich komme vom Staudamm gleich raus. Versuche ihn irgendwie ein bisschen aufzuhalten. Ja, ist schwer, er macht sich ziemlich breit. Da ist Escort diesen geschrichelten Weg abgefangen. Ja, lasst ihn. Wir haben zwei Verfolgungen im Moment. Ach so, das tut sich nicht. Ja, ich muss mich reparieren. Ich komme vom Staudamm entgegen. Er fährt Staudamm Richtung Mulege. Okay, passt. Zwei Leute vorbei. Er biegt ab. Auf der Geraden zieht er mir weg, das ist brachial. Wo ist der? Mulege gerade rein. Richtung Torbogen. Kommen wir von der Autobahn.
Aber der wird durchziehen, also. Torbogen durch Richtung Autobahn. Rechte Seite. Hab ihn gestriffen. Dich habe ich nicht gesehen. Bin in der Botanik. Warte. Knapp vorbei. Er fährt auf die Autobahn rechts runter. Muss also oben entweder wenden oder die andere Seite wieder durchziehen. Er wendet. Er fährt Autobahn Richtung Kreuz. Also Richtung... Ja. Richtung Kreisel. Und wendet wieder Richtung Mulege runter. Unter der Brücke Richtung Festival. Fährt rechts rum wieder auf die Autobahn. Das macht keinen Spaß. Seid ihr schon im Festival? Nee, wir sind immer noch auf dem Kreuz. Fahren jetzt Richtung Kreisel. Ich sehe ihn nicht mehr. Doch, da vorne ist er noch. Er müsste jetzt am Kreisel sein. Der ist zu schnell. Lass uns abbrechen und auf René gehen. Ja. René ist gerade Startumrundung. Jetzt fährt er östliche Brücke Richtung Dörtweg. Fährt auch Dörtweg Richtung Gestrichelter. Schauen wir, ob er den nimmt oder nicht. Jetzt Gestrichelter vorbei Richtung Mittlere. Ich repariere mich aus. Jetzt mittlerer, fährt Richtung Mulege. Okay. Jetzt kurz vor der kleinen Brücke. Fliegt fast ab. Ich sehe den nicht. Ich sehe euch ja. Bin seitlich getroffen. Ihr seid mal oben an. Da sind da kommen andere Seite. Ich jetzt komme ich nicht. Aber nicht. Aua. Ist da vorne Offroad. Zieht Serpentinstraße weiter Richtung Staudamm. Sorry, Lambo. Sorry, nee, mein Schuld. Meine Reifen sind tot. Dann repariere dich. Fährt auch nicht östlicher Brücke, sondern zieht weiter Richtung Staudamm. Ich repariere mich. Schon daher, Pen. Ich sehe ihn nicht. Ja, dann port ich nochmal neu. Oder? Scheitelpunkt Herpin. Ah, nee. Festsetzen können. Ich sehe null. Ich geh raus, ich brauche mich neu. Rauslassen. Achtung. Und links Richtung Staudamm drücken, wenn es geht. Ja, sehr schön. Ist genug Wasser da? Nee, leider nicht. Ich habe nur ungefähr 10 Hits runtergegeben, ne? Aber der hat immer noch Leistung. Ja, der hat auch Leistung ohne Ende. Sorry. Ah. So, ich glaube, wir sind alle dran. Ja. Siehst du ihn jetzt? Ja. Ach, es wäre nett, wenn mir keiner reinfährt. Ich bin genau zwischen alle geflogen, glaube ich. Stoß den weiter Richtung Lege rein, einfach irgendwie, egal wie. Und dann in und Haus. An die Hall. Ach, ich. Nicht mich. Schön. Nicht mich. Nein. War auch nicht geplant. Warte mal, haben wir's. Wir holen ihn ständig raus. Aua. Hat er überhaupt Schaden an? Der Frontaltreffer, halt, die mich ich. Oh. Den ich er ist raus, er ist raus. Wenn ihr es raus. Ich hab den Nova zuletzt Richtung. Vergiss den Nova.
Nova war gerade hier, als ich mich repariert habe, war der in Molege gefahren, aber Nova, lass mal. Ja. Wie gesagt, ich habe mit dem Lambo auf der Geraden gar keine Sonne gesehen. Ich glaube, Mezzo ist jetzt im Festival. Ja, da, warte mal, fährt gerade was Dragstrip? Dragstrip Richtung Festival war was. Random. Ich bin Captain Nova. Lass mal. Nee, das ist René. Sorry, ich hab ihn verwechselt. Wo? Das ist der andere Truck. Richtung Kleine Brücke. Flugkreisstraße. Okay. Also nach Osten. Wenn ihr nochmal nehmen oder was? Also Richtung Staudamm oder Richtung Flugplatz? Richtung Staudamm. Okay. Aber ich sehe ihn nicht mehr, ich musste drehen. Hab den Huni Truck. Wo ist der René? Am Kreisel. Oh, Huni Truck? Okay, dann war das doch der Nova bei mir. Fährt Autobahn. Okay, dann. Welche Seite? Also, ich hab irgendwas Autobahn fahren gesehen. Kann sein, dass er mich abgehangen hat. Ja, auf der. Der hat zwar gesagt, der ist nur fährt 250, aber. Dann müsste der große Brücke gewesen sein. Hat er mich ausgetrickst. Autobahn kam Max entgegen. Ja, große Brücke. Ja. Ich fahr mal mittlere hoch. Ja, ne, ich fahr Staudamm hoch. Ich bin jetzt schon mittlere. Okay, perfekt. Eigentlich müssten wir ihn abfangen können. Also mittlere war er nicht. Flugplatzstraße war auch nix. Ist bis jetzt leer, ich bin in der Blitzerzone, da ist nix. Ah, ja. Brauch mal Serpentinen dann. Serpentinen war ich gerade, ist nix. Okay. Ich fahr hier den gestichelten rein. Okay, dann fahr ich weiter. Doch, da kommt. Ah ne, das ist ein Kopf, oder? Ja. Ja, das ist ein Kopf. Escort im Festival. Aber muss umdrehen. Die Festivalstraße wird wahrscheinlich Richtung Autobahn fahren. Das wäre super. Aber muss umdrehen, sehe ich ihn nicht mehr. Ja. Fahrt die Flugplatzstraße entgegen. Und ich fahre dann. Na? Von Molege. Sieht so aus, dass er nicht Richtung Autobahn gefahren ist. Weil da ist ein Kumpel von der Richtung gekommen. Ich fahre mal Richtung Kreisel. Ich werde mir die Festivalrundstrecke anschauen. Ja, der ist bei der Festivalrundstrecke, jetzt bei dem Flugzeug Richtung Festival rein. Von Molege. Ich auch. Und von Autobahnrichtung. Wenn er Richtung Drag wäre, sag Bescheid. Ja, genau. Dann kann ich querfeld ein. Obwohl, kann ich sowieso machen. Ja, er müsste Richtung Dragstrip gefahren sein. Mich. Ich habe den S-Kopf frontal mitgenommen. Wo? Strandstraße, gerade als da die Camaro entgegenkam. Fahren Richtung Kreisel. Ist sehr angeschlagen. Wo ist der andere?
Kommen wir entgegen. Wo ist René? Nicht gesehen. Im Festival habe ich ihn, glaube ich, gesehen, aber ich bin erstmal im Escort hinterher. Ansagen zu den Escort, bitte. Mitten im Kreisel, aber fahren außenrum Richtung Autobahn. Ich sehe ihn ja nicht. Wendet aber und fährt Richtung Brücke. Also fährt da diese Kurve weiter Richtung Brücke. Soll er machen. Wir schieben ihn da. Also musst du selber machen, ich sehe ihn ja nicht. Dreht wieder um. Was ist denn heute fährt los? Jetzt im Kreis eine Runde. Ich sehe den nicht. Oh Scheiß. Ich sehe die Cops, aber kein Auto. Ah, jetzt sehe ich ne. Jetzt sehe ich ne. Leute, schiebt ihn in die Steine, nicht irgendwo sonst hin. Da ist der feste Pillar. Ja, die Steine sind besser. Aber nicht die Kopf. Bringt nicht, wenn ja. Was sind Faden? Camaro! Ja, so, ich wollte mich in seinen Weg stellen. Ich sehe ihn nicht. Ich auch nicht. Fährt Autobahn, jetzt gleich bei den Abfahrten. Richtung fährt... Festival? Nee, ich fährt geradeaus. Jetzt abbiegen lassen. Biegt die jetzt links ab? Will Richtung Festival abbiegen. Er bremst sich. Lass den zurück, ihr müsst ihn. Einer vor ihm. Fährt die direkte Abfahrt runter, Richtung. Und will wieder auf die Autobahn und geht wieder auf die Autobahn rauf Richtung Kreisel soweit. Einer vor ihm und dann sagen wir fährt runter Richtung Molege. Also ich habe mich schon geportet, ich sehe ihn nicht. Ich gehe auf die Suche nach dem anderen. Fährt runter Richtung Molege. Achtung, hört auf zu pushen. Wir schieben ihn da rechts in die Häuser. Oder wartet er auf den Torbogen? Oder aber so. Alle von einer Seite. Ja, nee, nicht wartet, hier die wartet. Straße rein. Oh, Leute. Ja, fährt Offroad rein. Ja. Ey! Ich brauch mich. Habt ihr keine Bremsen in die Autos oder was? Zieht Offroad weiter durch Richtung Startpunkt. Ronco, komm mal zur Autobahn, Kreuz, da ist René. Oh ja. Den sehe ich. Deswegen habe ich dir auch gerade gesagt. Jetzt Dirtweg fast zu Ende. Fährt Startumfahrung. Au. Ja. Jetzt fahren wir Richtung Staudamm. Richtung Staudamm. Ja. Eins. 2, 3, 4, 5. Lass den Staudamm fahren und da in die. Einfach stehen bleiben. Hat Staudamm Wasser? Sauber. Ja. Also jetzt in der Kurve Richtung Staudamm. So, wir haben Staudamm gesetzt. Perfekt. Dreh dumm. Wendet. Hä? Nee, bleib. Steht. Der ist raus. Ja, perfekt. Schön. Und Zeit ist vorbei. Seit. Ja, wir sind in Overtime durch, also. Ja, ich habe mich geportet. Gut, aber ich habe noch jemanden. Okay, wo? Wenn ich es richtig gesehen habe. Nee, ist ein Random. Guck mal da zurück. Dann ist wohl fertig. Ja, was waren's? 5, 6 Festnahmen? Viele. Müssten 5 gewesen sein. Oh. Mehr als gehofft. Sehr dann, gute Runde. Schauen wir uns einfach gleich mal die zweite Runde an, was sie da reißen. Und vielen Dank. Und da sind die Racer aus der zweiten Runde. Und wer die fährt und was sind, das können sie uns jetzt mal selber erzählen. Wir fangen mal hier links an.
Ja, da steht der Falken im Ford Racing Fiesta im Gymkhana 5 Design. Dann haben wir den Carplayer im 91er Hunigen Ford Escort Gruppe A. Und der Letni sitzt in einem dem Rau Welt Porsche. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir doch mal, wie wir die festnehmen und ob und wie oft. Und das finden wir jetzt einfach raus. Dann fahren wir los. Ja, beide, alle beide Allrad, ne? Ja. Jo. Boah. Meiner driftet schon. Ist nicht getuned? Doch. Aber. Leckertrieb, ne? Seiner Leckertrieb. Ja. Vor allem, das ist mein Tuning. Ach, du hast selbst getuned. Ui. Ja. Premiere. Deswegen fahre ich dir weg. Wow. Ich hab vielleicht 329 Topspeed. Ich fahr 302. Hab dafür eine gute Beschleunigung. Ja, auch Allrad, ne? Ja. Aber wie mein Reifenabrieb aussieht, das will ich gar nicht wissen, du. 4% schon? Vorne? Ich ja. Hab 7. Und 6 hinten, hä? Die Cops sind schon unterwegs. Sollen sie. Mit Vespresi, René? Ja, mit Sicherheit, ne? Haben wir nicht viel zu fürchten. Vor Max Jager, der fährt Bronco. Ach. Guck, guck. Moin. Hey, sind wir alle auf einem Fleck oder was? Sieht sich irgendwie so aus. Ich bin in Georgstraße. Ich auch. Ich auch. Hä? Ich bin im Escort gerade entgegengekommen. Moin Porsche, ich bin hinter dir. Ja, da kannst du den Kopf haben. Will ich den? Nee, der sieht mich nicht. Der fährt schön in dir hinterher. Ich glaube, der ist mir jetzt hinterher. Ein Lambo. Das ist doch schön. Nee, finde ich gar nicht witzig. Fahr mal kurz Festival und häng ihn ab. Dann hab ich meine Ruhe. Bitte nicht mich, bitte nicht mich, such nicht mich aus. Danke. Ich bin auch im Festival. Och nee. Auf der Rundstrecke. Och nee. Ich hab einen Lambo am Arsch. Das ist nicht so amusing. Ja, solange die zwei oder drei Verfolgungen auf einmal haben, ist gut für uns. Moin Lambo! Oh. Ich bin sie los! Ah. Oh mein Gott. Ich bin sie los. Direkt haben sich alle im Motorschaden, das hat weh. Haben sich alle im Festival verfranst. Also ich will nichts mehr frontal. Wo bist du jetzt, Falken? Schlucht, aber ich werde komplett außen durchgeschoben. Also fahre ich jetzt einfach so fies Offroad mal zurück. Wohin zurück? Richtung Festival. Das ist gut, ich bin gerade Umgehungsstraße in Richtung Kreisel. Naja, ich habe dir mal 4 Cops abgenommen.
Ich fahre die Verbindung Richtung Mulega ab. Ich glaube, ich hatte gerade René am Arsch. Beziehungsweise an der Seite. Das war mein Spoiler. Aber René abhängen ist ja kein Problem. Ach, die Cops nennen sich selbst raus. Perfekt. Das sieht sehr Pfanne aus ohne meinen Spoiler. Was will ich dann sagen? Ich hab voll den Riesen. Ach komm, ich fahr doch nur noch 230. Kommt mal hinterher, Cops. Geht doch. Ich muss mal ein paar Dirtwege fahren, meine Reifen. Das hört sich nach einem Plan an. Flugplatzstraße. Keine Angst, Lambo, ich fahr selbst schon eine Brücke. Dominanz zeigen. Welche große, feste, große Brücke? Ja. Da bin ich gerade erst drüber. Moin. Nee, Richtung Flugplatz bin ich schon. Kannst mich auch anstoßen, Lambo. Passt mir alles. Ziehst du durch, oder? Ja, ja. Ich biege den Offroad-Weg ab. Welchen? Den ersten. Von der Brücke aus. Ja, Gestriche dürfen wir ja auch fahren, ne? Ja. Ich hau da ab, ich hau da ab, ich hau da ab. Ja, bei uns haben wir das nämlich so, Gestriche nur in Verfolgung. Ja, hier ist ja nur ein gestrichelt. Halt. Nee, und du offiziell nimmst sogar zwei. Am Festival ist auch noch einer. Ach so. Hier ist ein Bronco. Ziehen wir doch weiter durch, zweiter Offroad-Weg und dann gestrichelt. Ne? Alter, willst du mich verarschen? Nee, ich bin da doch nicht, alles gut. Ich kann auch weiter durchfahren, ich fahr Richtung Mulege reinkommen. Kannst du ruhig, mir ist das egal. Ich drehe ja schon wieder um. Scheiß Black, hau ab, du. Den Hass der Cops habe ich eh schon. Dann ziehe ich runter Richtung Staudamm. Ich musste René im Ärgern. Ich habe extra gewartet, bis er umgedreht ist. Der Lambo kommt halt in der Geraden so krass ran. Moin. Das war ein fast getroffener Mercedes. Weil der ist mir schon wieder weg. Ich glaube, die sind jetzt alle wieder hinter dir. Ich weiß es nicht. Ich habe René ein bisschen verhöhnt. Ich war gestrichelt da. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, Camaro hinter mir. Mal gucken, ob der dranbleiben kann. Nö, er haut auch ab. Schön das durch die Schluchten Rallye zu fahren ohne Cops. Darfst du gerne. Moin. Ja, die hauen alle wieder ab bei mir, das ist doch voll doof. Nö, die wollen alle mir an den Kragen. Eine Bronco. Ich fahre mittlere Runde Richtung Mulega. Hallo, da kommt Bronco. Weg. Da hab ich dich erwischt, ein Glück. Da ist ein Camaro. Er hat gewendet vor mir. Der will jetzt nicht tatsächlich mit dem Bronco hinter mir her, oder? Doch. Ein solider Mann. Max ist der Bronco, ne? Mhm. Mach nix. Ich wollte gerade im Festival rumfahren, ne? Aber. Da waren gleich. Oh mein Gott!
Das hat sogar wirklich fast funktioniert. Wie ich mit denen gespielt habe, oh mein Gott, war das schön. So, da fahren wir halt wieder Autobahn. Okay. Ist wieder Reiten schon angesagt. Das kannst du bei mir halt vergessen. Sehr lustig, dass ich hier alle Cops an mir dran habe. Viel Spaß. Schon? Ja, 10 Minuten haben wir schon. Strandstraße Richtung Dreieck. Ich drehe um. Ich habe zwar noch Max Jager im Nacken, aber das ist mir jetzt egal. Er ist an mir vorbeigeschossen, gerade beim Drehen. Ich würde den Ding sogar jetzt durch die Schlucht nerven, oh Mann. Es hat funktioniert. Ach, wie der mich hasst. Ob die beiden sind gleich angepisst. Sind, glaube ich, gerade alle Cops angepisst bei mir. Ich kann's ihnen nicht verübeln. Oh Gott. Ich hab jetzt aber nicht wirklich abgehangen, oder? Nee. Wo hast du die abgehangen? In der Festival-Rundstrecke. Ah nee, da sind sie. Moin. Ja, das ist schlecht, da hast du nur 2 Ausgänge. Hab sie wieder. Komm Leute, ist das so lächerlich. Setz mich doch wenigstens mal fest. Ich fahre rein Richtung Kollege. Ja, da kannst du mich schon außen durchschupfen. Das juckt mich jetzt nicht wirklich. Tut mir leid, aber. Ich fahre die ganze Zeit mit dem Bronco hier am Dorfplatz, ey. Die ganze Zeit. Hab 62 Motorschaden. Jetzt muss ich hier weg. Fahre den Offroad-Weg rum. Beim Haus oder? Ja, ja. Okay. Beim Haus. Weil es so schön ist, noch Startumrundung. Ich hab das dumme Gefühl, als wenn ich alle hinter mir haben werde. Und jetzt fahre ich noch mulige Rundstrecke richtig rum. Richtig rum. Ja, kannst du fahren. Ich fahre auf der anderen Seite raus. Boah. Jetzt hat der Bronco mich aber voll an der Seite erwischt, ey. Ich nehme den westlichen Offroad-Weg. Ja, ich bin da schon weg. Fahr jetzt Richtung Festival.
Der Lambo denkt auch, dass er Offroad besser ist als, er hier, als ich. Da kommt dir einer entgegen. Süß. Kann er. Weil ist einer beim... Einer ist gut. Torbogen vorbeigefahren Richtung Westen. Ich bin raus. Oh. Was machst du? 90% Motorschaden kommen. Ja, ich bin gerade im Festival. Carplayer, hast du noch Verfolgung? Ja. Ich hab den Bronco und einen Camaro dran. Und einen Lambo. Oh, was wollen die denn jetzt alle von mir? Was soll das denn? Ach, ich hab die Hälfte der Zeit von der Uhr genommen. Noch 10 Minuten. Okay. Alter, da flog gerade ein Bronco an mir vorbei. Bronco hat an sich, ne, dass er immer vorbeifliegt. Oder öfters. Oh, jetzt habe ich Lambo und Mercedes hinter mir. Was wollen die denn alle von mir? Ah, fuck. Alter, das Ding ist aber stabil, ey. Ich habe erst 23 Motor. Was seid ihr gerade so? Ich fahre gerade Richtung Festival. In Festival. Nice. Und du hast eine Verfolgung, Kapler. Ja. Okay. Den beim Flugzeug. Ich komme. Ich komme. Bester Satz bei CVR. Ich bin auch da, so. Hallo. Aber wir sollen ja auch ein bisschen querfahren, ne? Ja. Bronco kommt Richtung Festival-Rundstrecke. Und ich verabschiede mich aus dem Festival. Zu viele Cops. Jetzt habe ich hier aber auch eine Driftshow hingelegt, ey. Ah, die werden mich auch gleich haben. Ja, ihr müsst mich auch rauskommen lassen. Die greifen gleich an, Alter. Festnehmen. Ich bin durch. Ich bin fertig. Ich habe fertig. Ich habe 60% Reifen, damit eine Verfolgung zu fahren. Also momentan steht es 2 zu 5. Ich bin ganz zufrieden mit unserer Leistung. Das denke ich doch auch. Ja, du musst wissen, dass wir noch nicht fertig sind. Ich hab einen Bronco. Also wenn ein Aufnehmender hinter mir war vorhin am Festival, dann hat er eine ordentliche Driftshow gekriegt. Schön qualm. Nice try, Bronco. Wo bist du mit dem Bronco?
Beim Haus. Im Mulege, was soll das denn? Lass mich doch meinen Drift fahren, mein Gott. Immer werde ich abgeschossen. René hat sich auch beschwert, dass ich nachher ständig abgeschossen habe. Du wirst lachen, ne? Aber bei den CVR-Folgen habe ich die meisten Driftpunkte gekriegt. Ungewollt. Mein Bronco. Na, wohin soll's denn gehen? Wollen wir Brücke? Komm, wir fahren Brücke. Welche Brücke? Die große? Die große. Bist du Flugplatz oder Autobahn? Von Kreisler kommt. Da komme ich easy durch. Aber fahr nicht Serpentinen rein. Bitte. Doch, wollte ich jetzt eigentlich gerade. Dann dreh ich um. Ich bin gerade auf dem Weg Richtung Flugplatzstraße hoch. Das war ein Camaro. Und der dreht um. Was soll denn das? Vielleicht wollen die noch eine Verfolgung. Die wie viele Minuten haben wir schon noch? 4 Minuten. Crashen sich die ganze Zeit selbst ab. 5 Minuten. Na, die werden jetzt an mir dran hocken. Ist das jetzt vorbeigeschoben? Ja, du kannst mich hier nicht festsetzen, mein Lieber. Danke. Bronco schießt sich die Brücke runter, auch cool. So, jetzt Powerslide in der Startumrundung. Ja, okay. Ein Glück, ich bin los. Dann machen wir es halt so. Mir egal, wie ekelhaft das war. Na, mein Fehler. Hübsch. Guter Treffer. Passend, wenn man Lambo selbst abschießen kann. Ja. Ich hab Camaro am Festival. Bist du im Festival? Ja. Falken, wo bist du? Blitzerzone in der westlichen Offroad. In Mulé, genau. Okay. Das ist super. Das wird sowas von geklippt. Mir ist gerade im Sprung der Bronco über mich drüber geflogen. Ich habe das gerade... ich glaube im Mulet gehabt, wo der über mich drüber geflogen ist.
Ja, ich weiß jetzt nicht, was das werden sollte, Lambo, du. Ja, nimm halt. Oh. Dort war die Leitplanke. Du hast dein Ziel erreicht. Ich habe schon rote Reifen. 84%. Ich bin auch nur noch am Driften mit allen Vieren. Noch 10 Sekunden bis Overtime. Dann habe ich ja Glück, dass der andere wieder abgedreht ist. Es ist Overtime. Oh, ich habe kaum Ahnung noch gehabt. Ich brauche nicht zur Kirche. Leute, ja, okay, ja, safe. Genau so macht man das. Also, nee, Entschuldigung. Wo bist du, Falken? Ja, also, nee. Ja, wir sind raus. Aber, nee. Da dürfen sie mich nicht divebomben, tut mir leid. Nee. Kam halt der Call keine weiteren Verfolgungen mehr? Ja, war eine Fehlentscheidung von mir, gebe ich zu. Hätte man besser machen können. Aber hinterher ist man eh immer schlauer. Und ich würde sagen, ich glaube, es war trotzdem eine ganz coole Folge und man hat, glaube ich, ganz eindrucksvoll gesehen, warum diese Autos eigentlich verboten sind. Ja, ich hoffe, es hat euch eingefallen und damit sage ich, guckt auf jeden Fall in die anderen Sichten und ich bin jetzt raus. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Tschüss. Servus. Ciao. Tschüss.